Hi, ich bin's mal wieder, Tobias, Praktikant in der Online-Redaktion bei Radio Horeb. Die Leiterin unserer Online-Redaktion, Maria, hat mir vor ihrem Urlaub erzählt, dass sie nach Mariazell laufen möchte. Und ich habe echt erst mal gedacht, ich höre nicht richtig, weil ich mein Urlaub soll entspannt sein und nach Mariazell zu laufen klingt für mich gar nicht entspannt. Naja, auch nach ihrem Urlaub kam sie zurück und war noch total entspannt und immer noch fest überzeugt, dass es total erfüllend und total schön gewesen sei. Meine Kollegen fanden es irgendwie lustig und meinten, dass eine Wallfahrt immer schön ist und dass es total entspannend ist, so nicht wie ich dachte, sondern wirklich entspannt. Und sie haben mir auch erklärt, dass es Wallfahrtsorte gibt, an die jährlich Hunderte oder Hunderttausende Menschen sogar kommen, teilweise sogar täglich. Und angeblich passieren da auch Wunder. Naja, ich weiß nicht. Richtig viele meiner Kollegen haben schon so eine Wallfahrt gemacht und auch, dass an diesen Orten anscheinend Wunder passieren, ist für die voll normal. Für mich jetzt nicht unbedingt, deshalb möchte ich das mir alles mal ein bisschen genauer angucken und euch da auch mitnehmen. Zuerst möchte ich die Frage stellen, was ist eigentlich so ein Wallfahrtsort? Danach schauen wir uns an, wie er entsteht und dann, warum die Menschen eigentlich eine Wallfahrt machen. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Was ist ein Wallfahrtsort? Wallfahrtsorte sind Orte, denen eine besondere Wirkung zugeschrieben wird, also zum Beispiel die Heilung von Krankheiten oder übernatürliche Gebetserhörungen. Entstehen tun diese Orte zum Beispiel dadurch, dass an dem Ort eine Marienerscheinung auftritt. Dazu habe ich ja auch schon ein Video für euch gemacht. Naja, abgesehen davon, andere Gründe wären, dass an diesem Ort kleine Wunder passieren angeblich oder zum Beispiel, wenn ein Heiliger an diesem Ort begraben ist, wie der heilige Apostel Jakobus in Santiago de Compostela in Spanien. Die Menschen pilgern einfach zu seinem Grab und dadurch bildet sich eine Wallfahrtskultur. Andere bekannte Wallfahrtsorte sind zum Beispiel Lourdes in Frankreich, Fatima in Portugal oder Jerusalem. Jerusalem ist ein super Beispiel dafür, dass nicht nur die Christen Wallfahrt machen, denn Jerusalem ist sowohl für Christen, Juden und Muslime ein beliebter Wallfahrtsort, weil all diese Religionen dort ihren Ursprung haben. Nachdem sie ihre Wallfahrt gemacht haben und ihr Wunder sozusagen erlebt haben, kommen dann richtig viele Leute auch nochmal zurück und machen quasi eine zweite Wallfahrt. Und da bringen sie dann eine Holztafel mit, auf der ein Bild drauf ist, ein gemaltes Bild von ihrem persönlichen Wunder. Und ich will euch das Ganze jetzt, also was ein Wallfahrtsort ist, wie er entsteht und das mit den Bildern eben nochmal an einem guten Beispiel erklären. Wir hatten nämlich vor 2 Wochen, glaube ich, die Pfarrei der Woche aus Fischbachau. Und auch Fischbachau ist ein Wallfahrtsort in Deutschland, ganz in der Nähe hier von Balderschwang zwischen Rosenheim und Bad Tölz, falls euch das mehr sagt als Fischbachau. Genau, dort ist die Wallfahrt auf jeden Fall im Jahr 1600 entstanden. Damals hat der Pfarrer Johann Stiegelmeier gebetet. Und genau wie die Jünger von Jesus auf dem Ölberg ist auch er mitten im Gebet einfach eingeschlafen. Dann ist ihm die Gottesmutter Maria erschienen und meinte zu ihm, dass sie jedem, der sie dort anruft, ihre Gnade zeigen möchte. Der Pfarrer hat daraufhin veranlasst, dass dort eine Kapelle gebaut wird. Das war im Jahr 1673. Dadurch war sozusagen der Startschuss für die Wallfahrt gesetzt. Und das ging dann auch alles relativ schnell. Deshalb wurde die Kapelle im Jahr 1710 sogar nochmal erneuert, nach dem Modell des Heiligen Hauses in Nazareth. Viele der Menschen, die an diesen Ort kommen, also die dahin gepilgert sind und dort gebetet haben, berichten von wirklich krassen, übernatürlichen Gebetserhörungen. Da spricht man dann von kleinen Wundern. Und sie kommen dann eben auch oft nochmal zurück, um diese besagte Holztafel mit dem Bild ihres persönlichen Wunders dort hinzubringen. Und ich muss sagen, ich finde diesen Brauch total schön, denn wir hatten Bilder dazu auch auf der Website und ich habe mir die mal angeguckt. Und es sind halt total viele verschiedene Geschichten, also ein Soldat, man weiß gar nicht, wenn man das Bild sieht, was eigentlich sein Anliegen war. Oder eine Frau im Krankenbett, ein Mensch, der einen Unfall hatte und all diese Dinge. Also es sind einfach total viele verschiedene Geschichten von total vielen verschiedenen Menschen, die an diesem Ort Trost gefunden haben. Und jetzt bleibt natürlich die Frage, ich habe keine Krankheit und auch sonst bedrückt mich nichts, warum mache ich dann so eine Wallfahrt? Das Internet sagt dazu, eine Wallfahrt kann zum Beispiel gemacht werden, um ein religiöses Gebot zu erfüllen, ein religiöses Gelübde zu erfüllen oder Buße zu tun. Aber ich muss sagen, das klingt jetzt alles ziemlich formal, nicht nur für euch wahrscheinlich, sondern auch für mich. Und deshalb habe ich auch nochmal meine Kollegen gefragt und die haben mir wesentlich persönlichere Antworten geliefert. Zum Beispiel machen sie eine Wallfahrt, um Gott näher zu kommen, also um in der Beziehung mit ihm zu wachsen,
und weil sie sich an diesen Orten besonders mit ihm verbunden fühlen. Und auch das Gesamterlebnis ist für sie einfach was total Tolles. Wie gesagt, meine Kollegen empfinden das wohl nicht als so unentspannt wie ich. Na gut, hast du vielleicht auch Lust bekommen, eine Wallfahrt zu machen? Ich würde dir voll gerne einen guten Tipp geben für einen tollen Wallfahrtsort, aber ich muss sagen, ich wäre mir nicht bewusst, dass ich schon mal an einem gewesen bin. Es kann natürlich sein, aber ich habe es dann wahrscheinlich nicht wirklich bewusst mitbekommen. Naja, egal. Unsere Redakteurin Marion Kuhl, unsere Spiritualitätsredakteurin, die stellt seit 20 Jahren im Radio Wallfahrtsorte vor. Und auf unserer Homepage haben wir inzwischen eine Übersichtsseite mit Wallfahrtsorten in Deutschland. Also wenn ihr Lust bekommen habt, eine Wallfahrt zu machen, dann schaut einfach mal da vorbei. Marion Kuhl kennt sich richtig gut aus und kann euch da bestimmt den ein oder anderen Geheimtipp liefern. Wenn ihr so eine Wallfahrt dann macht und irgendwas erlebt, dann berichtet mir das voll gerne in den Kommentaren. Das würde mich total freuen. Abgesehen davon freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert, um auch in Zukunft kein Video mehr zu verpassen.